warte hier draußen auf dich, ja? Okay. Na, warum so ernst? Hi. Wo ist dein Freund? Er ist nicht mein Freund. Michael hat nur sein Gepäck bei euch abgestellt. Er fliegt heute wieder zurück nach Deutschland. Ach, darum der unglückliche Blick. Nein. Das zwischen mir und Michael, das war nur so ein kleiner Urlaubsflirt. Und danke nochmal, Lena. Wir warten draußen aufs Taxi, ja? Dann ist es also okay, wenn ich dich mal auf einen kleinen Drink einlade? Völlig. Schön. Bis bald. Tschüss. Na, hast du schon Ersatz für mich gefunden? Ach, Michael. Naja, bei dem Angebot wirst du bestimmt nicht lange trauen. Hey, schau nicht so. Trefft ihr euch? Wer? Andreas und ich? Mach dir mal keine Sorgen, Andreas ist verheiratet. Ist nicht so viel. Mann, du bist ja total verspannt. Eva, hm? Sag mal, willst du mir nicht sagen, was gestern zwischen euch los war? Du interessierst dich doch sonst nicht für meine Geschäfte. Ach so, Geschäfte. Auf mich wirkte das ganz schön persönlich. So. Naja, wenn Eva schon von tiefen Gefühlen spricht, empfindest du noch irgendwas für sie? Das redet doch keinen Unsinn. Warum bist du denn... Wie bin ich denn? Im Übrigen habe ich es satt, ständig analysiert zu werden. Dieses ewige Gerede über meine Gefühle. Und schick mir eins von deinen tollen Rezepten, okay? Bloß nicht. Sonst kommt er noch auf die Idee und kocht für uns. Vielleicht nett mit euch. Danke für alles. Wofür denn? Guten Flug. Und vielleicht bis bald, hm? Okay. Ciao. Ciao, ciao. Tja. Der Augenblick der Wahrheit. Mach's gut. Das geschieht jetzt. Kein Wunder, und du steigst einfach mit mir ins Taxi. Wir werden uns immer an diese Zeit erinnern, ja? Erwartet. Sie kommen. Ob da was dran ist. Wovon redest du? An dem, was Rolf mir vorwirft. Dass du überhaupt darüber nachdenkst. Vielleicht war ich ja wirklich unfähig zu ihm. Du hast dich in mich verliebt. Das müsste er akzeptieren. Ja, aber vielleicht habe ich ihm falsche Hoffnung gemacht, ohne es zu merken. Was soll denn das, Eva? Das ist schon ewig her. Nur weil Rolfstein plötzlich jammert, hast du Mitleid? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Der Mann zerstört unser Leben. Du solltest endlich aufhören, dir Gedanken um ihn zu machen. Ich mache mir keine Sorgen um ihn, versteh das nicht falsch. Ich frage mich nur, ob ich vielleicht mitschuld bin an alledem. Vergiss diesen Quatsch. Endlich frei! Du bist so gemein, wenn der arme Kerl wüsste, dass wir hier jetzt feiern. Hey, ein Albtraum ist vorüber. Ich bin völlig ausgelaugt. Hey! Oh. Nicole Beck, hallo? Nicole, ich liebe dich. Ah, Michael, hallo. Ich dachte, dein Flieger geht um 5. Ich wollte nur noch mal deine Stimme hören. Nicole, ich werde dich nie vergessen. Mach es uns doch nicht unnötig schwer. Nicole, mein Flug ist gerade aufgerufen worden. Ja, dann musst du dich beeilen. Ja, Nicole. Vergiss mich nicht.
Wie könnte ich? Guten Flug. Ciao, ciao. Good looking, bad tasting, full body, but wasted. Ich bin ja nicht ohne Grund so einfach abgehauen. Das war aber trotzdem ätzend von dir. Ja, ich weiß, ich wollte es dir auch sagen, aber du hättest mich bestimmt nicht gehen lassen. Natürlich nicht. Es reicht, Tim. Du hast die Stelle schon dreimal eingecremt. Oh, wird auch ein bisschen rot. Ich glaube, es ist besser, wenn wir gehen. Außerdem brauche ich noch was zu trinken. Zu Hause können wir uns in Ruhe weiter streiten. Na gut. Und wenn wir damit fertig sind, machen wir uns auch einen richtig schönen Abend. Okay? Geh du schon mal vor zum Auto! Wieso? Bitte! Nein, 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 ich glaube, du hast so langsam genug. Ich fühle mich richtig leicht. Ja, ja, das hat Sekt so an sich. Hey! Okay. Was liegt an den Fußfesseln, die nicht mehr da sind? Das ist ja lieb. Willst du mich etwa beglückwünschen? Der wurde gerade geliefert. Rate mal, von wem und für wen. Blumenservice vom Flughafen. Oh. Also, irgendwie war Michael doch süß. Ich glaube, ich werde ihn schon vermissen. Ich weiß nicht, ob mich je wieder einer so lieb wird wie er. Philippe, Tim ist mein Ex-Freund. Das war völlig harmlos. Du hast ein ganz falsches Bild bekommen, glaub mir. Glaub mir, das krieg ich immer von dir zu hören, wenn du was nicht erklären willst. Du hast ja recht, Tim hat noch Interesse an mir, aber ich nicht an ihm. So sah das eben aus. Du willst mich aus dem Weg haben, hä? Deswegen erfindest du eine Ausrede nach der anderen. Ich lüge dich also die ganze Zeit an, ja? Was willst du denn hören? Wie wär's mit der Wahrheit? Warum hast du mit mir Schluss gemacht? Okay, wie du willst. Tim ist der Grund. Bist du jetzt zufrieden?